für diese Folge. Ich krieg wieder einen Strike reingedonnert. Oder ich muss das wieder rausschneiden. Weil das ist ja Disney und Disney da. Das darf nicht. Aufstieg des Imperiums. Okay, gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront. Die alte Republik ist gefallen. Imperator Palpatine hat an ihrer Stelle ein neues galaktisches Imperium erschaffen. Darth Vader, der dunkle Lord der Sith, hat das Kommando über eine Elite-Division von Truppen, die sogenannte 500er Erste, übernommen. Inzwischen der gesamten Galaxis als Vaders Faust bekannt, bemüht sich die 500er Erste im Namen des galaktischen Imperiums für Ordnung zu sorgen. Auf dem ehemaligen friedlichen Planeten Abu trägt ein Imperator seinen neuen Panzer- und Sturmtruppen auf. Die Saat der Rebellion in einer für dem neuen Imperium angemessenen Art der Diplomatie zu ersticken. Okay, gut. Ich wollte eigentlich eine... Ich muss mich entschuldigen, es gab keine ordentliche Verabschiedung. Aber das kam sehr überraschend, nenne ich es mal. Dass das Ding hier einfach so losging. Speichern, ja. Speichern. Ja. Naboo! Imperiale Diplomatie. Ja, genau. Imperiale Diplomatie. So gehört sich das nicht. Alter, ist das verpixelt. Da hätten die ja wenigstens... Oh Scheiße, was ist denn das? Mann! Da hätten die ja wenigstens die Full HD-Version nehmen können, ne? Oh Gott. Beim Aufstieg des Imperiums entpuppte sich der Heimatplanet des Imperators, Naboo, rasch als großes Ärgernis. Als ein paar Botschafter Naboos mit verschiedenen fehlenden Körperteilen nach Hause geschickt wurden, brach die neu gewählte Königin die diplomatischen Beziehungen ab und suchte eine militärische Lösung. Es war offensichtlich Zeit für einen Regierungswechsel. Einen Wechsel, den die 501. unter direktem Befehl von Darth Vader herbeiführte. Wir sollten die Stadt infiltrieren und ihre Anführerin eliminieren, um im Imperium anderen Unruhestiftern ein klares Signal zu senden. Also Infiltration nenne ich nicht Inversion. Willkommen in der Hauptstadt Theed. Heute Nacht werden wir die Regierung Theeds radikal schwächen, indem wir ihre Königin eliminieren. Sie wird auf der zentralen Piazza von einer Gruppe Jedi und einem Autogeschützgitter schwer bewacht. Um diese Verteidigung zu besiegen, müssen wir die Piazza umstellen und das Autogeschützgitter abschalten. Vorsicht, Soldat! Sie sind nur wenige und der Erfolg der Mission liegt in Ihren Händen. Was zum Fick? Wieso sind wir nur so wenige? Ich dachte, das ist das Imperium. Da gibt's kein, da hat's keine Aufstände zu geben. Ich würde das mit voller Härte des Imperiums niederschlagen. Diplomatisch, Alter, jetzt kommt die KI auf die Idee mit Friendly Fire. So. Warum spawnt eigentlich die feindliche KI eigentlich direkt immer vor meiner Nase? Hallo. Hat sie es bald? Was ich auch lustig finde, dass im Star Wars-Universum Laser einen Rückstoß hat. Aber ich... Natürlich! Hör auf! Ich krieg die ganze Zeit Auszeichnung. Bin auszeichnungsgeil. Doch. So. Zur Botschaftspiazza. Lustig, wie ich in solchen Spielen irgendwie nie Zivilisten gibt. Ja, der Boden war hier damals auch so schwarz. Das ist jetzt nicht wieder unser bekannter Grafikfehler. Hallo? Hallo? Oh, schwere Geschütze. Das Autogeschützgitter ist noch aktiv. Bleiben Sie mit Ihren Männern der zentralen Piazza fern, bis wir einen Weg finden, das Geschützgitter abzuschalten. Hä? Wieso habe ich hier gerade Teamkills als Vermeldung? Was ist das denn?
Irgendwie finde ich das gerade recht interessant. Soll ich hier nicht lang? Ich gehe einfach weiter. Wiedersehen. Hallo. Bug da. Komm. Sag mal, triff du Trottel. Granate! 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 So. Was ist das? Das ist. Nein! So, ich glaube. Bleib weg! Bleib weg! Bleib weg! Ich sagte, bleib weg! Aber ich werf den dummen Granaten schneller. Was? Ich glaube, rollen ist hier jetzt nicht immer so die beste Idee. Oh, ne, ernsthaft? Ich hatte in dem Moment das Elite-Gewehr. Auszeichnung-Gewehr. Ui. Endlich. Das ist es, genau. Ich dachte, das verliert man mit dem Tod. Alter, nein! Was ist das? Wie soll ich denn der zentralen Piazza fernbleiben, wenn du noch nicht mal da durchkommst? Hab ich immer noch Auszeichnung gewonnen? Nein, es ist weg. Fick. Ja, hier, nix da. Da musst du. Nee. Vor allem KI macht auch nicht das, was sie soll. Lauf. Lauf. KI, warum bist du auf allen Seiten so blöd? So, danke. Männer! Stürmisch! Ich lauf meine Männer weg. Grauenhaft. Ich bin ein Sturmtruppler. Ich bin ein Sturmtruppler. Wir haben fast keine Verstärkung mehr. Ich habe eine Krüppelwaffe. So weit, so gut. Erobern Sie den Wachposten hinter der Botschaft. Falls Sie zusätzliche Feuerkraft brauchen, haben wir einen Panzer zum Botschaftskommandoposten geschmuggelt. Nutzen Sie ihn weise. Weise? Wieso weise? Ich falle mit rein und vernichte alles. Wie es sich fürs imperiale Militär gehört. Hallo. Das ist ein Schwebepanzer. Ja, ich wusste es. Danke. Mal ein bisschen Ego-Sicht spielen. Ich möchte mal die Sichtweise auf das Spiel ein bisschen verändern, ne? Komm. Na. Haha. Gut, ich kann in beiden Punkten stehen. Jetzt müssen wir die Konsole für das Autogeschützgitter zerstören, damit wir freien Zugang zur zentralen Piazza haben. Dann gehört die Königin uns. Wie, hast du eine Königin gekauft? Wo ist denn das? Ach, das ist da oben. Nee, nein, ich möchte nicht zu den Autogeschützern. Und sie bringen sich alle selber um. Hab ich schon gar nichts mehr zu tun. Komm. Ah. Sicherheitsterminal. Anstatt mal auszudrücken, nein. Das ist imperiale Diplomatie. Ich schieße mit einer Knarre drauf. Die Leibwächter der Königin sind aus dem Palast ausgebrochen. Vernichten Sie sie. What the fuck? Wo ist mein Panzer? Ernsthaft? Sie haben mir meinen Panzer genommen. Nein, haben sie nicht. Sie haben einfach nur ihn woanders hingestellt. So, Panzer, bleib hier. Danke.
Hast keine Chance mehr, Raketen. Danke. Das könnte sie doch schon deshalb, weil sie ja eigentlich weil sie Jedi-Flüchtlinge aufnehmen in einer imperialen. No, was ist denn das? Das ist doch. Okay. Mit einem Panzer. Hast du es bald? Die Königin ist mir zu flink. Oder ich bin dafür zu langsam. Los. Danke. Sie haben dem Imperium gut gedient. Der Tod der Königin wird anderen aufkeimenden Rebellionen als abschreckendes Beispiel dienen. Und nein. Unzählige Leben retten. Nein. Folgen sortieren, das wird auch was. Durch den Tod der Königin ist Naboo rasch gefallen. Das war das erste Mal, dass die 501. gerufen wurde, um die Regierung eines Planeten anzupassen. Aber sicher nicht das letzte Mal. Innerhalb weniger Monate verdiente sich die 501. den Namen Vaders Faust. Viermal gestorben, das geht so gar nicht. Ihr seht gar nicht den tollen Ladebildschirm. Ist es Geonosis? Mustafa. Haha! Ha. Au, reine Schraubenschlacht. Na, die mache ich doch gern. Ja. Wusstet ihr, ne? Das, ich find's auch immer lustig. Moment. Präventive Maßnahmen. Obwohl die Klonkriege vorüber waren, kapierten es manche Leute einfach nicht. Der schlimmste Fall war Gisor Delso. Ein Separatist von Geonosis, dem es irgendwie gelungen war, Lord Vaders Bemühungen, die Überreste der KUS auszulöschen, zu entkommen. Lord Vader verfolgte ihn nach Mustafa und holte uns, um die Sache zu beenden. Die Mission schien einfach, aber als wir die flotte Droidenschiffe über den Planeten schweben sahen, wussten wir, dass der Fall Delso gefährlicher war als erwartet. Geh mal wieder aus, Passiv. Sir, die Droiden sind auf unseren Schiffen gelandet. Wir können unsere Jäger nicht starten. Beruhigen Sie sich, Pilot. Gehen Sie da raus und zerstören Sie den Transporter. Räumen Sie den Hangar, egal wie. Geh wieder rein. Ich sagte, ich geh wieder rein. Und nicht, ich sterbe mal. Imperialer Marine. So. Nein. Pilot-Druide. Ja, mal wieder schön Druiden knallen. Au. Ich will aber selber mal Druiden knallen. Ich will mal selber als Druide Klone knallen. Hallo. Alter, was ist das? Das ist doch nicht dein Ernst. Sag mal, wieso schießen die so gescheit? Vor allem mit so Pisswaffen. Die haben wahrscheinlich einfach nur einen Schadensmodifikator drauf. Das sind mehr und Schadensmodifikatoren. Jetzt reicht's mal. So langsam. Das ist Intro-Mission. Das ist der Auftakt der Mission. Der hat nicht. Jetzt reicht's mir. So. Ja, schön. Guck, wir haben ein anderes Problem. Ein Gunship hockt mitten im Hangar. Seid froh, dass das nicht schießt, ey. Ich brauch Muni. Na, ich gehe wieder. Druide hier. Sag mal. Oh, die KI ist so sinnlos. Oh, guck doch mal, da läuft ein Druide neben mir her. Was mache ich? Ich gehe erstmal in den Geschützturm.
So. Wie hat er das gemacht? Warte, ich fahre hier. Brüder, was ist das, das ist doch nicht dein Ernst. Wir haben gleich verloren, ey. Der dumme. Die Verstärkung geht zu Ende. Ja, komisch. Ich brauche mehr Muni. Was ist denn da? Jetzt kommen die hier rein. Oh, wenigstens macht der Druide das gleich, den gleichen Scheiß wie. So, lad nach. Ah! Nein. Ich krieg das noch hin. Komisch. Wenn man aus dem Fenster guckt, sieht man das überhaupt nicht, dass da Prolins Kreuzer vor der Nase hockt. Los Männer, ab in die Jäger und geben Sie den Droiden Saures. Zerstören Sie deren Jäger und Bomber. Achten Sie auf die Asteroidenpiloten. Sie sind einfach zu zerstören, aber das heißt nicht, dass sie ungefährlich sind. Wer? Die Droiden oder? Da. Danke. So, jetzt letzter Droide hoffentlich. Danke. Ich brauche einen Nahkampf. Wieso gibt es in diesem Spiel eigentlich keinen Nahkampf? Jetzt möchte ich immer imperiale Pilot. Danke. Und gib mir ein TIE Advanced. Raus hier! Was? Ganz ehrlich, den meisten meiner Tode verstehe ich nicht. Das ist einfach so, oh, guck doch mal, du fliegst und tot. Was mit, achso, 7 Jäger zerstören. Jäger abknallen ist ja jetzt nicht das Problem. Man verreckt hier mit einem Schuss, oder was? Hallo. Das ist ja grauenhaft. Irgendwie missfällt mir das alles. So, guck mal. Okay, sind nicht viele Schiffe, muss ich sagen, im Orbit. Dafür mit welche der stärksten, die Konföderation zusammen hat. Was denn? Hui. Da, nein. Jetzt bin ich tot. Autogeschütz. Portins Kreuzer und Lukas Schlachtschiffe. Wir halten TIE Fighter. Ah. Cool. Nein, ich fand den Teil Advanced irgendwie besser. Vor allem der schießt doch. Der Teil Advanced schießt auch besser. Ich haue mit dem Kopf gegen die Wand. Weil ich irgendwie die ganze Zeit Kernziel bin. Was ich euch unangebracht finde, diesen Aimbot der KI. Was soll ich dafür sagen, dass wir hier irgendwie wieder an Verstärkung kommen? Aber. Hä? Ich stehe gleich wieder auf normal, wenn das so weitergeht. Das ist echt nicht mehr feierlich. Ich glaube, es zählen auch eh nur die Jäger, die ich zerstöre. Ah, zwei Jäger. Komischerweise, immer noch zwei Jäger durch. Und wieso habe ich keinen Vorhalterpunkt? Hallo.
möchte ich jetzt nicht auf dem... Geil. Bist du abgeschlossen? Auf einmal BAM! Raket. Benutzen Sie einen Bomber für maximalen Schaden. Nee, wäre mir überhaupt nicht eingefallen. Boy. Was? Achso, einfach Schilden down bringen? Hui, 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 hui. Ja, einfach Schilde down. Nee, danke. Habe ich wenig Lust zu. Ich bleib hier unten. Ich bleib hier unten. Hallo Luke, kurz Schlachtschiff. Sein liebes Luke. Was? Kreuzer der Handelsföderation. Ich dachte, die Handelsföderation wurde vernichtet. Was zum? Das ist ja echt so, ja, guck doch mal, du wirst von einem Feind gesehen und stirbst. Was? Ihre Schilde ist jetzt aktiviert. Cool. Lord Vader hat gerade einen neuen Befehl erteilt. Er will, dass jemand im feindlichen Hangar landet, einen Angriffsbomber stiehlt und in unseren Hangar bringt. Los, Piloten! Why? Ich bin mit einem Bomber unterwegs. Ui. Wiedersehen. Jetzt sagt ihr, im Bomber können zwei sitzen? Flieger sehen. Flieger sehen, finde ich gut. Nehmen wir mal. Nein! Einfach mal die Fregatte ein bisschen beschießen. Auch wenn ich den Begriff Magnificent Fregatte immer noch irgendwie recht seltsam finde. Klar, haben die klasse Fregatte? Hervorragende Arbeit, Piloten. Lord Vader wird sehr zufrieden sein. Was will mit dem Ding? Ah, danke. Naja, das war's auch schon wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, bleibt euch wohl, bleibt mir treu. Bah, meint. Der Hauch von Nostalgie, den die 501. verspürte, als sie gegen die Droidenflotte über Mustafar kämpfte, hatte schon einen bitteren Beigeschmack, als wir unsere orbitalen Positionen einnahmen. Nun war es Zeit herauszufinden, worum es ging. 14 Mal bin ich verreckt, ey. Gott. Naja, dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl, bleibt mir treu. Wir sehen. Ciao.